Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine schöne Runde Bloons Monkey City. Und jo, was machen wir? Mal kassieren hier im Dorf 2 und dann ab ins Dorf 1. Ich will mit euch unsere neuen Tower ein bisschen strapazieren. Unsere Tier 4s bei der Spike Factory. Aber jetzt nehmen wir das Ganze ein bisschen einfacher ein. Oder anders ausgedrückt, jetzt haben wir ein bisschen eine Chance. Ne? 5000 Flocken, wenn sie das nicht ausgezahlt hat, hier unumgefochten haben wir das geschafft. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, das haben wir einwandfrei geschafft. Kann man das noch abkriegen? Nö. So, geht nichts mit Upgrade, also gehen wir weiter. Ab zur City 1! So, dann werden wir als erstes mal kassieren. Und zwar richtig kassieren. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12.000 plus das hier 7.000 Eier sind 19.000 Flocken. So, keiner kommt an uns ran. Wir sind Master of the Master. So ungefähr halt, ne? So, ja. Das passt sozusagen. Dann würde ich sagen, zack und bang, raus da. Und wir werden einnehmen. Einen Plusdon können wir ausgeben, dann können wir nämlich den Dings da machen. Den Boss. So, und wir schauen jetzt mal rein. Kurz in die Rewards. Level 5 und 6 will ich nur machen. Es geht nicht mehr so lange. Weil da kriegen wir nämlich 4 so Dinger, ne? Aber das wäre schon super, ne? Es geht nur mal 17 Stunden, also das muss ich heute erledigen praktisch, weil morgen mal die Siege nicht. So, dann gehen wir zum Beacon. Hallo, Beacon. Oh, shit, Frau Schmidt. Das wird schwer. Keine Plantagen. Oh. Oh, und ein Grüner. Oh. Aber wir kriegen das hin. Locker, zackig und flockig, Leute. Nur keine Plantagen, okay, pass auf, Leute, dann machen wir das so. Wir machen hier etwas gegen Bosse. Und hier machen wir die linke Seite, also die, ihr wisst schon was, ne? Genau, das machen wir anders, das machen wir so. Wir nehmen den hier, weil dann ist es nämlich günstiger. So, wir werden mehr von denen nehmen, aber so auf jeden Fall. So, den einmal hier hin. Man muss jetzt genau nachdenken. Ja, machen wir mal so, ist ja wurscht. Let's go. Ich werde nicht nonstop rein. Ich traue dem Braten hier nicht. So, dann werden wir den einmal upgraden hier. So, Wave 2. Uilala. Wir wollen uns schon am Piss gehen, hier am Anfang, Leute. So, musste schon zweimal nachlegen, aber gut, solange es nur das ist, ist okay. Nächste Wave, die Dreier. So, dann machen wir mal Stahlblond fest, das Ganze hier. Oh, da kommt ein bisschen was. Oh Gott. Oh, muss man auch schon wieder ein bisschen nachlegen, aber okay. So, mehr Specs jetzt, das was weitergeht hier. Da kommt ein Stahlblon um die Ecke. Aber gut, der ist jetzt nicht das Problem, eher das, was da hier war. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Boah, da muss man viel nachlegen, Leute. So, ich brauche jetzt irgendeinen anderen Tower, das geht so nicht. Klugerer, das ist eine Idee.
So, Moment, mal stopp. Ich muss mir kurz die Range anschauen. Ja, das passt. Nehmen wir den Glückhörner hier hinten. Oder hier. Hier hinten. Ne, da will ich was anderes hin. So, hier gehen wir hin. Gleich Flächendamage, so schnell es geht. So, locker, zackig, flockig, sind wir in der Wave 6. Oh, scheiße. Nachlegeparty wieder. Noch mehr habt ihr nicht hier, Bluns? Oh Gott, wir brauchen Flächendamage. Hammer, sehr schön. Die Rettung. Ansonsten wäre es jetzt ziemlich böse geworden hier. Oh, das hilft auf jeden Fall. Was wir jetzt nur brauchen ist... Den da, den nehmen wir aber da oben. Jawohl, so. Langsam geht was vorwärts. Es ist sehr mühselig. Es ist sehr, sehr mühselig, aber... Wir können es schaffen. Ich frage mich nur, aktivieren oder linke Seite? Ja, hier machen wir die linke Seite und zum Aktivieren machen wir auf jeden Fall mal einen. Aber ein bisschen weiter vorne. So, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe da. So, dann hier machen wir was gegen Bosse. Wave 9, ja, also muss sagen, bis jetzt geht es. Jetzt kommen noch Keramik an, das ist natürlich doof. Aber es geht schon, es geht schon. Solange es nicht zu viel werden, geht's. Das Dumme ist, es sind sehr viele. Nachlegen. Ich will da nichts durchkriegen. Okay, Leute. Nächste Wave. Jetzt kommen wir schon mit Bosse, aber das ist jetzt nicht so das Problem hier. So, aktivieren haben wir ready. Und ihr wisst, ihr werdet lachen, ich mach das gleich auch. Das ist immer zu stressig hier. So. Wir brauchen den hier. Der muss die zurückwerfen. Wave 11. So, wirklich was gegen Bosse habe ich nicht. Dann geh schnell hier. So. Brauchen wir was gegen Bosse? Ja, haben wir ja, den da. Aber das ist ein bisschen magere Sache. Den zweiten zum Aktivieren. Ich würde den gerne hier ausbauen. Aber das ist so eine Sache. Dann können wir eigentlich den hier verkaufen. Dann habe ich mehr Geld. Gunner bringt es eigentlich nur bei dem hier da vorne. So, aktivieren wir jetzt einmal. Weil das ist immer zu doof hier. Ich hasse Stress. Dann noch runter. So, das haut hin. So, wir haben den aber jetzt. Und jetzt nehmen wir einen zweiten zum Aktivieren. Und zwar hier hin. Das müsste in der Range noch sein. Wave 13. Oh, das ist super, die zum Explodieren. Jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Das ist schon sehr, sehr schwierig hier. Und auch spannend, weil... Ja, weil so viel von dem Mistzeug hier kommt. Da haben wir noch zwei rote. Ihr wollt mich wirklich verarschen, glaube ich. Aber es geht schon ohne Probleme. Jetzt haben wir es unter Kontrolle. Kein Problem. Zweiten zum Aktivieren kriege ich gleich ready. Wisst ihr was? Den Glutan, den brauche ich jetzt nicht mehr. Dann machen wir es gleich so. Nochmal. Komm schon, falsch mit. What the fuck, was das denn? Woohoo! Habt ihr das gesehen? Solche schmale Brüste. Aber das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin? Bisschen ein Missgeschick sozusagen. Also, wir wollen hier einen haben und hier eine Spark Factory. Ja, dann hier. So. Und dann nehmen wir den Charlie da noch. Ja, das war jetzt ein bisschen scheiße auf Deutsch gesagt, ne? Aber, hey, man kann ja mal abfacken, ne? Ich weiß schon, was man nehme, mehrere Zauberer, die dann zurückhauen und zwei zum Aktivieren, beziehungsweise einen links, dann passt das schon, ne? Also so ist das Ziel jetzt von mir. Hey,
was ist denn das, ihr Wappler, ihr Schirchen? Ey, Mann, nee, so funktioniert das nicht. Solche Pisser, ey. Solche Dreckspisser, ey. So, das haut er mal hin, anders geht's jetzt so. Dann machen wir das und gleich das. Wenn wir das jetzt anders lösen, ey. Lassen wir dann nicht segieren. So, und dann braucht man einen Magier. Der kostet 45. Wollen wir ein bisschen sparen? Der soll die einfach alle zurückhauen. Das wird so die Idee sein, da muss man schauen, ob das hinhört. Wir brauchen mehrere Magier einfach, ne? So, nehmen wir den gleich mal. So. Noch gleich upgraden dann, so. Schnell es geht. So. Ein bisschen was nachlegen hier, aber das ist nicht so schlimm. Haut auch auf die Stahlblunz hier, also das passt so. Oh, jetzt wird es aber dreckig hier. 1, 2, 3, 4, 5, da müssen wir nachlegen. Nochmal. Mit Nachlegerei kostet halt viel Kohle, das ist das Problem. Oh, ist da jetzt was durch? Ich glaube schon. Ach komm, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt machen wir weiter. Ich fange jetzt nicht mehr an. Ich scheiße auf die Bluestones, weil immer zu blöd da und nur mehr anzufangen. Nee. Haben wir halt keine scheiß Bluestones. Fuck off Bluestones, mehr sage ich nicht. Ja, Hauptsache geschafft. Das ist mir schon zu blöd hier. Jedes Mal neu anfangen wegen irgendeinem Scheiß. So, nachgelegt haben wir. Weiter geht's. Das Zurückwerfen wäre nice, aber das kostet mir zu viel. Prüf 6! Oh! Was man da alles nachlegen muss. Wahnsinn! Das kostet richtig Asche! Das kostet richtig Asche, Leute! So, jetzt haben wir die Dicken dann zumindest gleich. Geht's wieder Spur leichter. Dann brauchen wir das zum Zurückwerfen hier. Oh, scheiße. Boah, da kommt ein Haufen. Oh Gott, ist das hardcore. So, das Rückwerfen haben wir, das wird helfen. Dann machen wir das zweite Spike Factory, die zum Aktivieren, die machen wir hier. Ein paar sind eh schon durch, aber das ist mir jetzt scheißegal, Leute. Hauptsache schaffen und fertig. Wolf 9. Nachlegen hier. So. Braucht es zum Aktivieren, Rede, ey. Da kommen auch noch Bosse, das ist richtig ekelhaft. Ja, geht durch, ihr Pisser! Verfluchten Drecksblons! Mal, jetzt geht's mal am Pisse! Boah, kann diese Spike Factory diese Arschlöcher nicht einfach aufhalten, ey? Boah, sorry Leute, aber da muss ich abgehen, weil das ist ein Witz einfach. Boah, wie dumm ist diese Spike Factory hier, ey? Scheiß Tower, Mann, ey. Schmeißt es oben hin statt unten, ey. Sicher wieder, ey. Ich habe jetzt gar nicht hingesehen, ey. Es gibt mir eh schon am Piss jetzt, ey. Jetzt bin ich schon genervt von dieser Scheißmission hier. Was ist denn das für eine Drecksmission schon wieder, ey? Ey, sowas geht mir so am Piss, Leute. Drecksmission, Elendige, ey. Das sind so Scheißmissionen. Wieso geben diese Idioten mir auch keine scheiß verfickte Bananenfarm? Das gibt mir so am Sack, sowas, ey. So dumme Challenges. Wo ist das Problem, dass ich so eine scheiß Dings krieg hier?
So eine dumme Bananenfarm. Wo ist da das blöde Problem? Ah, ist es so schwierig, mir eine scheiß Bananenfarm zu geben? Offensichtlich. Wir müssen hier nachlegen am Ende, weil sonst wird das eh nichts mehr. Ja, sowas ist schon nervtötend, Leute. Müssen wir nochmal anfangen, das ist richtig nervig. Nehmen jetzt Glamour Specs, vielleicht geht's dann besser. Ich bezweifle das. Jetzt werden dann auch gleich Stahlblumen kommen, das ist das Problem. Ja, da ist schon eine, so eine Ratte. Ja, eine Stahlblume ist mir egal, aber es kommt ja hier noch mehr Scheiß nach und das ist das Problem. Wir brauchen so ein Dings da, so ein Ninja, weil sonst wird das nicht. Schaut euch das an, das ist unmöglich. Braucht den Scheiß Ninja. Müssen wir halt nachher wieder verkaufen, sonst geht das einfach nicht. So. Und den müssen wir voll upgraden. Das bringt's überhaupt nicht sonst, sonst haben wir da ja keine Chance hier. Müssen wir zwischendurch nehmen, den Ninja, und dann geht's. So, Wave 6 haben wir. Der schießt ja auch teilweise wieder zurück. Das ist nicht so schlecht. Jetzt kommen die Stahlblosen natürlich hier runter. Das ist suboptimal. Aber okay, es ist noch mehr ausgegangen. Dann holen wir sie die Dicken hier. Er schießt wieder mehr oben als wir unten. Das ist so eine dumme Partie. So, das ist die Runde zum Geldverdienen in Wave 7. Ich lasse jetzt den Glutaner stecken, weil das bringt nichts einfach. Dann nehmen wir lieber den da. So. So. Und dann werde ich auch das hier auf. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.